Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum 16. WM-Lauf der F1 Fantasy Liga hier vom Qualifying aus Indien, Noida besser gesagt, in der Nähe von Delhi oder Neu-Delhi. Und ja, die Qualifikation ist gestartet, die Ampel ist auf grün und da sehen wir gleich mal zwei Leute rausfahren und zwar Drayne Rose und Felipe Massa. Und ja, wir gehen so langsam in die heiße Phase, also in das große Finale. Momentan, ja, sieht es ja doch ziemlich eindeutig für Gabby Menzel aus. Die führt nämlich mit sagen und schreibe 64 Punkte, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Denn man geht zum Beispiel da jetzt auch aus Hamilton, Bottas, Nakajima sollte das sein. Und ja, also das sind jetzt 64 Punkte genau auf den einen Teamkollegen Tom Dillmann und dann hinterher nochmal 6 Punkte, also 70 Punkte zurück ist Kimi Räikkönen. Also in der WM wird es, ja, ich sag mal fahrertechnisch nicht wirklich spannend. Tom Blomqvist geht da noch raus. Also Fan Gabby Menzel natürlich, dass die jetzt ohne großen Ausfall jetzt hinter sich bringt, sollte das an sich eine ziemlich safe Sache sein in dem Fall. In der Team-WM, ja, ich sage mal, geht das auch so langsam in die entscheidende Phase. Mercedes führt dort mit 402 Punkten, gefolgt von McLaren mit 294 Punkten und auf der 3 Toro Rosso mit 250. Also da wird sie wahrscheinlich eher noch auf den Plätzen 2 und 3 vielleicht was tun und von 4 bis 7, 6. Und ja, also wir sind jetzt einfach mal gespannt. Mein Gott, ja, ich verspreche mich auch hier immer zu. Ricciardo geht ja jetzt raus. Da hinten ist Vettel, müsste das sein. Hoffmann kommt auch raus. Vielleicht sollte auch der eigene Teamkollege mit Felipe Massa über die Linie kommen. Und da haben wir aber das, glaube ich, Drayne Rose, der Erste, der rausgeht. Gucken wir mal, ist das die 15? Ja, richtig getippt, die Nummer 15 geht raus. Drayne Rose im Williams. Bisher nur einmal in den Punkten in der Saison gewesen und das war in San Marino mit einem 8. Platz. Ansonsten, ja, war man bei Williams doch ziemlich weit weg immer von den Punkten. Und hier hätte man vielleicht nochmal die Chance, mit ein Pünktchen vielleicht oder so zu rechnen. Man weiß es nicht. Wenn man allerdings die restlichen Ergebnisse anguckt oder von den letzten Rennen, ja, würde ich eher mal sagen, wird das wohl ziemlich, ziemlich schwer werden mit Punkten oder mit überhaupt einem Punkt. Und speziell jetzt hier sehen wir es, verbremst er sich auch. Was ist er gleich dort hinter gewesen? Aber auch Blomqvist war unterwegs. Springen wir natürlich auch mal hin. Räikkönen war zum Beispiel auch. Dillmann war ja auch. Von daher schauen wir einfach mal, wer jetzt hier was für eine Zeit hinlegt. Also Rose ist der Erste, der über die Linie kommt. Den Abstand auf Massa scheint er allerdings nicht zu verlieren. Den Vorsprung besser gesagt. Jetzt Drayne Rose kommt jetzt über die Linie und das ist für ihn eine, was haben wir da für eine Zeit? 1:34.3, das ist in Ordnung. Auf der Nakajima ist auch Bestzeit. Dillmann hat hier Verkehr und ist eindeutig hinten dran, ne? Eieiei, also das ist jetzt hier schon mal für Dillmann alles andere als gut gelaufen. Da ist mal gerade Platz 3. Nakajima, wo reiht der sich ein? Es ist erstmal die 1 vor Rose und Massa, Hamilton, Bottas und dann Dillmann. Ja, und jetzt gucken wir mal kurz. Da haben wir, das ist nicht André Hoffmann, das ist Räikkönen. Ich habe gerade Blomqvist gesucht. Ah, da ist auf die 1 gefahren, deswegen. So, Räikkönen haben wir jetzt hier. Der ist ein Zehntel hinter seinem eigenen Teamkollegen. Also, wo wird sich Räikkönen einsortieren? Es ist momentan erstmal Platz 2 bloß hinter den eigenen Teamkollegen. Vettel war auch unterwegs. Der hatte hier Rückstand, war es gerade? Ja, 13. hier Rückstand. Nakajima war dann erstmal auf der 3. Da wird sich allerdings vermutlich jetzt einfach mal Sebastian Vettel hinschieben, weil der hat freie Fahrt. Sieht auch zumindest hier ganz gut aus. Beschleunigt sehr gut raus. Und am Ende ist es für ihn
Platz 3, ja, mit 15 in Rückstand. Ricciardo ist auf der 4 jetzt. Nakajima auf die 5. Hoffmann 7. So, Max Verstappen ist unterwegs. Van Dorn ist auch unterwegs. Ist sie gar nicht sogar so schlecht unterwegs? Gabby Metz ist auch unterwegs. Was sagt dort der zweite Sektor? Hat hier Verkehr. Funabashi und Button. Oh, Rückstand. Und Van Dorn geht auf die 2. Patzel auf der 4. So, Funabashi haben wir da. Ich wollte jetzt aber auf Gabby Menzel springen. Gabby Menzel. 17. Das wird, glaube ich, keine gute Zeit hier. Und jetzt ist auch Funabashi dahinter. Der hat nächste Runde auch genau das Pech. Und für Gabby Menzel ist das bloß Platz 6. Button auf der 7. Und Verstappen mit Bestzeit? Habe ich das gerade richtig gesehen? Jetzt hier einzelne Rückstand hat Hülkenberg vor sich. Vielleicht bringt das ein bisschen Windschatten. Allerdings kann es natürlich auch Zeit kosten. Ich glaube, das wird sogar Zeit kosten, wenn Hülkenberg in die Box geht. Ja, könnte sogar noch mit Glück etwas bringen, ja. Und es ist am Ende eine... Ja doch, Zeit gekostet hat es. Platz 5 für Verstappen. Damit ist er knapp vor Vettel. So, und dann wird Rosberg 13. bloß zurück. Das ist gut. Kiette, Chip ist noch nicht. Funabashi im ersten Sektor plus 49.000 im Rückstand. Ah, jetzt verliert er allerdings hier richtig viel Zeit. Ja, 1,5. Ja, und Button geht auch in die Box. Und das kostet Unmengen an Zeit jetzt hier gerade. Abt fährt auch, der hat 17. Rückstand. Rosberg hat die eine Sekunde Rückstand. Also für Funabashi ist das schon mal das richtige Pech hier. Und Rosberg sortiert sich erstmal auf die 11 ein. So, Funabashi, ja, der hat natürlich Verkehr gehabt. Das wird auf jeden Fall keine Runde. Die kann er abhaken. Es ist plus Platz 17. Vor Van, Hamilton, Alonso, Bottas und Dillmann. Also, vielleicht fährt er noch eine zweite Runde. Nee, Pit ist ready. Also, das war's für Funabashi. Das war kein gutes Ergebnis. Kiette geht jetzt auf die schnelle Runde. Chip ist auch noch nicht gefahren. Dann bleiben wir bei dem Norweger, der in den ersten drei Rennen gepunktet hat jeweils. Seitdem, ja, fehlt alles. So sehen wir jetzt eine Zeit im ersten Sektor. Der Sektor ja ziemlich lang mit 38 Sekunden. Ja, 15. fast Rückstand. Jetzt sind es hier 1,5. Was haben wir bei Chip? Chip geht jetzt auch auf seine Runde. Kiette schauen muss noch schnell zu Ende an, weil bis Kiette durch ist, hat Chip denn auch den ersten Sektor gleich geschafft. Chip, der er gewonnen hat in Japan, in Fuji, kommt sicherlich natürlich mit viel Rückenwind hier nach Indien. Und jetzt schauen wir mal, Kiette hier mit Platz 17 vor Funabashi. Und jetzt Michael Chip. Ist auf Bestzeitkurs. Erster Sektor. Allerdings hat er da jetzt Verkehr vor der Nase. Hoffentlich holt er da jetzt nicht so schnell auf. Sondern kann vielleicht die Runde noch einigermaßen frei zu Ende fahren. Schauen wir mal, was Sektor 2 jetzt sagt. Ja, ein bisschen Rückstand. Da hat er verloren.
Wenn er das aber hält, ist er ziemlich gut dabei. Und Rosberg geht in die Box, hat Chip allerdings Glück, dass er freie Bahn hat. Und jetzt, wo sortiert sich Michael Chip ein? Es ist Platz 6 mit ja, knappen 14 im Rückstand. Ich denke mal, da kann man ganz gut zufrieden sein, würde ich mal sagen. Und ja, da jetzt noch 4 Minuten zu fahren sind, gehen wir mal von ganz hinten durch. Also Dillmann momentan auf den letzten Platz nur. Aber wenn er vielleicht nochmal rausfährt, eine Runde fährt, dann kann er wahrscheinlich sich nochmal nach vorne schieben, denke ich. Bottas auf der 23. 22. Alonso. Also Ferrari weiterhin hinten das Schlusslicht. Hamilton 21. Van auf der 20. Funabashi auf der 19. Kietel auf der 18. Massa nur auf der 17. Rose auf der 16. Nakajima, den ich am Anfang noch so gedacht hatte. Ey, cool, der ist noch mal auf Platz 3. Jetzt doch bis auf die 15 abgerutscht. 14. Hoffmann. 13. Fringe. Gar nicht so gut, gar nicht so schlecht natürlich. 12. Rosberg. 11. Ricciardo und 10. ist Button. Also KTM, werden vielleicht hier Punkte nochmal möglich? Fragezeichen. Da Dillmann und Funabashi beide weiter hinten sind und die eigentlich da vorne stehen müssten, sage ich mal, wäre Button rein theoretisch also nur ja 12. vielleicht. Abt auf der 9. 8. Vettel. Ja, denke ich mal 8 und 7 bei Red Bull. Ist, denke ich mal, besser als außerhalb der Punkte. Natürlich im Duell gegen Force India erstmal ganz gut jetzt aufgestellt, weil dort Ricciardo auf der 11, Button auf der 9 ist. Im Duell natürlich gegen Marussia wird es dadurch ein bisschen schwerer, weil sowohl Pastel auf der 5 ist und Van Dorn auf der 2. Chip hier auf der 6. Hier haben wir Pastel auf der 5. Der nochmal rausfährt Gabby Menzel, die WM-Führende auf der 4. 3. Kimi Räikkönen. 2. Stoffel van Dorn und 1. Tom Blomqvist. Schauen wir mal nach. Also Dillmann ist noch nicht draußen. Bottas fährt nochmal. Hamilton fährt auch, ist allerdings ja, sehr langsam. Van fährt auch nochmal. Funabashi fährt nicht. Zumindest momentan noch nicht. So, bleiben wir mal bei Van. Dem Franzosen, der für ein Highlight dieses Jahr mal sorgen konnte. Und zwar an den 7. Platz in Kanada, glaube ich, war das, ne? Oder? Ah, ne, in den USA. Seitdem, ja, sagen wir es mal so, folgten eher nur noch sporadische Ergebnisse. Und von daher, denke ich mal, wird es dieses Jahr auch nicht mehr großartig was für ihn werden. Mit Nakajima hat man ja den Vertrag verlängert beim Kubica Racing Team. Allerdings kann man wohl davon ausgehen, dass John-Erik Van das Team verlassen muss. Und damit also jemand anderes an diese Stelle herantreten wird. So, ist Dillmann nochmal rausgefahren? Ja, Dillmann ist auf jeden Fall nochmal rausgefahren. Funabashi nicht mehr. Okay, dann gehen wir einfach nochmal auf Dillmann. Weil der wird vor Null nochmal über die Linie kommen. Und das heißt, er wird nochmal eine schnelle Runde fahren. Und vielleicht sogar eine recht vernünftige, mit der er sich nochmal verbessern kann. Weil fürs Rennen gesehen ist natürlich wichtig, dass er hier, je weiter er vorne ist, desto besser ist es und dass er gut fährt. Haben wir damals in Malaysia gesehen, dass er, glaube ich, ja irgendwie von 19 oder so gestartet und ist nachher noch 6. geworden. Also, dass man überholen kann, dass speziell er das auch kann, steht ohne Frage ja, dort. Er kann es einfach, doch, sagen wir mal so, seit dem Ausfall in England ist so ein bisschen der Wurm drin, bei dem er seitdem kein Podium mehr. Und davor hat er in, ja, in, ich guck mal gerade, in 7 Rennen war 5 auf dem Podium, einmal, 3-mal sogar davon gewonnen. Und seitdem Ausfall in England, das waren jetzt seit dem England-Rennen 2, 4, 6, 7 Rennen, kein einziges Mal auf dem Podium. Also, mal schauen, was jetzt hier geht für Tom Dillmann. Nochmal auf seiner letzten fliegenden Runde. Vielleicht nochmal mit einem etwas versöhnlichen Abschluss. Zumindest nicht der letzte Platz.
Das wäre es wenigstens. Weil speziell für Mercedes geht es natürlich auch um die Team-WM. Da hat man zwar momentan ziemlich viel Vorsprung, doch sollte Blomqvist auf der 1 ins Ziel kommen und Räikkönen zum Beispiel auf der 2, hätte man 43 Punkte mit Gavin Mansell plus einem Eisen im Feuer. Und da verliert man dann vielleicht mal, wenn sie mal gerade auf der 4 ist, verliert man da schon mal 31 Punkte. Und das ist nicht gerade wenig. Und ja, erster Sektor haben wir jetzt leider nichts gesehen. Das sind jetzt 1,7 Sekunden. Das könnte eventuell eine Verbesserung sein. Allerdings sind das jetzt wieder Volltankrunden, also mit viel Sprit. Und von daher wird das wohl etwas schwer mit sich hier verbessern. Vielleicht klappt es noch ein bisschen. Allerdings darf er dafür im letzten Sektor jetzt nicht mehr zu viel verlieren. Ansonsten war es das für Tom Dillmann. Bei den von 24, denke ich mal, wird es auch ziemlich schwer mit Punkten, auch wenn hier man wahrscheinlich gut überholen kann. Es ist Platz 23, ist wenigstens nicht letzter. Und ja, damit hat also auf jeden Fall Tom Blomqvist hier die Pole Position sicher. Es ist seine zweite und damit macht er im Vergleich zu Pauli Wester dieses Jahr doch ordentlich eine Kampfansage gegen Kimi Räikkönen. Denn der ist nämlich nicht weit vorne in der Fahrer-WM. Und von daher, herzlichen Glückwunsch an Tom Blomqvist für seine zweite Pole in dieser Saison. Insgesamt natürlich auch die zweite in Karriere. Zweiter Stoffel van Dorn, also der, sag mal in Anführungszeichen, Neuling hier. Er war letztes Jahr auch schon mal für Marussia gefahren. Oder Männer Marussia. Und ja, ist jetzt seit drei Rennen dabei, sein viertes Rennen hier und ist sofort wieder mit dabei. Hier gutes Ergebnis, auf jeden Fall in der Qualifikation schon mal. Mal schauen, wie es rennen wird. Dritter Räikkönen. Vierte Gabby Menzel. Fünfter René Patzel, 6. Michael Chip, 7. Max Verstappen, 8. Sebastian Vettel, 9. Daniel Abt, 10. Jensen Button, 11. Ricciardo, 12. Rosberg, 13. French, 14. Hoffmann, 15. Nakajima, 16. Rose, 17. Massa, 18. Kettel, 19. Funabashi, 20. Wehren, 21. Hamilton, 22. Alonso, 23. Dillmann und 24. Bottas. Ja, und das war's. Jetzt von der Qualifikation hier. Wir sehen uns wieder zum Rennen aus Indien. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.